Die Waldhof-Buwe, das Karl-Benz-Stadion, all das ist die große Leidenschaft von Ralf Kinz' Vater. Dabei hat der Mann aus Ludwigshafen große Sorgen. Genau hier saß Ralf Kinz' Vater am Sonntag, beim 3:2-Sieg seines Waldhofs gegen Lübeck. Der Ludwigshafener leidet an einer unheilbaren Nervenkrankheit und hatte noch diesen einen letzten Wunsch, das letzte Mal seinen Verein live zu sehen. Die Stadt Mannheim hat das Ganze auch genehmigt. Der sehnliche Wunsch wurde vom Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes in Worms erfüllt. Der ASB bringt Menschen in ihrer letzten Lebensphase an ihren Wunschort. Dazu schreibt Kinz Vater auf Facebook: Manche wollen noch mal das Meer sehen, ich ein Spiel meiner Mannschaft, die ich seit 30 Jahren supporte. Ein unvergessliches Erlebnis. Nach dem Spiel darf Ralf Kinz Vater hier sogar mit der Mannschaft, mit seinen Helden ein Foto machen. Doch genau das könnte jetzt ein Nachspiel haben. Denn der DFB hat den Waldhof aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben, wegen Verstößen gegen das Hygienekonzept. Auf Ron-Anfrage heißt es dazu von Seiten des DFB: Offizielle Hintergründe zu dem Vorgang abseits der medialen Berichterstattung sind dem DFB nicht bekannt. Im Vorfeld war uns dazu auch nichts angezeigt. Die angefragte Stellungnahme soll helfen, Hintergründe zu erhalten und uns ein genaueres Bild zu verschaffen. Das ist der aktuelle Sachstand, nicht mehr und nicht weniger. Jetzt läuft es so ein bisschen über die Medien ab und ich glaube, das war vielleicht nicht notwendig unbedingt und vielleicht mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und vielleicht in der ersten Instanz mit mehr Menschlichkeit hätte es auch alles so funktioniert. Der Waldhof bereitet jetzt eine Stellungnahme vor. Diese muss bis nächste Woche Donnerstag beim DFB eingehen. Verständnis dafür hat der Drittligist aber nicht so wirklich. Grundsätzlich sagen wir, es gibt einfach Dinge, die sind größer als ein Hygienekonzept. Und in dem Fall, es war uns wirklich ganz wichtig, dass wir diesen letzten Wunsch nochmal auch jemanden erfüllen können. Die Waldhof-Verantwortlichen ärgert dazu ein Vorfall aus der vergangenen Saison. Dabei geht es um einen Stadionbesuch des DFB-Vizepräsidenten Rainer Koch in Unterhaching. Es hieß dann zwar auch in der Stellungnahme von ihm, dass er dann ja auch vor Ort sich mit den handelnden Personen von Waldhof Mannheim unterhalten hat. Was allerdings gar nicht möglich war, weil Familie Beetz und Markus Komm waren nicht vor Ort und Jochen Kienz, unser sportlicher Leiter, mit dem hat er nicht geredet. Und dementsprechend ist da so ein bisschen die Sache nach zweierlei Maß, dass der DFB dann selbst gegen das Hygienekonzept vielleicht verstoßen hat. Trotz allem steht für den SV Waldhof Mannheim fest, einem so treuen Buwe diesen letzten Wunsch zu erfüllen, ist das Wichtigste.